Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MP Nutrition. Ich bin der Eham und hier ist der Armin und wir werden euch die Basics im Posing in der Klasse Classic Physik zeigen. Für sich mal vorstellen? Genau, ich bin der Armin, 24 Jahre alt. Bisher bin ich immer im Classic Bodybuilding gestartet, beziehungsweise ganz früh sogar noch in der Men's Physik. Dann bin ich ins Classic Bodybuilding gewechselt und nächste Saison wird es dann bei der MPC Classic Physik sein. Deswegen freue ich mich jetzt gerade mega drauf, mit einem einmal mal das Posing durchzugehen. Wir wollen euch die 5 Grundposen zeigen und ja, bleibt gespannt. Alles klar. In der Classic Physik haben wir 5 Pflichtposen. Also, wir haben keinen Lat Spread wie im Bodybuilding und keinen Lat Spread von hinten wie im Bodybuilding. Kein seitliche Trizeps und kein Muskulapose. In der DBFV haben wir noch dazu die Vakuumpose. Also, wir fangen mit der ersten Pose an, die Doppelbizepspose. Der Armin kann das schon, aber wir zeigen euch das Ganze Schritt für Schritt. Also, wir fangen mit den Füßen an. Du hast Spannung unten, direkt von unten nach oben. Spannst die Beine an. Luft raus, du wirst das mit Vakuum jetzt machen, du machst es immer so, Luft ganz raus, genau, die Vakuum und danach aufbauen, Latt raus, ganz genau, die Ellenbogen ein bisschen mehr nach vorne schieben, sodass der Latt rauskommt, sehr gut, die Schultern ein bisschen neutraler halten nach unten und oben die Spannung halten, vergiss die Beine nicht. Seine Beine, du kannst die Beine ein bisschen näher aneinander stellen, dann wirken die Beine viel dicker. Sehr gut. Und einfach in der Pose bleiben. Wie ihr seht, die Ellbogen sind fast auf der gleichen Höhe. Ein letztes Mal und halten. Das Lächeln nicht vergessen. Bei der Pose entsteht ein wenig seitlich. Und dadurch wirkt die Pose viel klassischer. Die zweite Pose, Side Chest. Genau, hat er direkt gemacht. Er hat seinen Beinbizeps mit dem anderen Bein nach außen gedrückt, sodass das Bein dicker aussieht. Die Füße sind genau aneinander, sehr nah zueinander. Nur dein Gesäßmuskel anspannen, Beinbizeps nicht anspannen. Vergiss die Spannung nicht auf der Waage und jetzt oben aufbauen. Der drückt seinen Bizeps mit seinem Latt raus, dadurch wirkt sein Bizeps oder sein Arm allgemein viel dicker. Sehr gut. Und dreht sich minimal zu den Kampfrechtern halt. Hält seinen Bauch flach und wie man hier sieht, hat er hier Spannung. Man sieht das, obwohl er in der Aufsicht ist, sieht das gut. Und jetzt einmal die Pose nochmal machen und in der Pose einfach bitte stehen bleiben. Ganz genau. Sehr gut. Jetzt die dritte Pose, Doppelbizeps von hinten. Wie bei der Pose Doppelbizeps von vorne fängt das Ganze unten an, Spannung. Unten, ganz genau, ein Fuß ausstellen, wie er das gemacht hat, Wade anspannen, Beinbizeps anspannen, Gesäßmuskel anspannen und Unterrücken anspannen, oben aufbauen, auch Luft raus. Genau, ein wenig nach unten, den Oberkörper so nach unten oder nach, zu der Jury halt, oder zu den Kampfrichtern vorbeugen, dass sie das Ganze sehen können, weil die sitzen halt unten und wenn du den Oberkörper nach hinten, so beugst, vorbeugst, sehen wir das Ganze viel besser. Ganz genau, die Ellenbogen auch nach außen drehen, damit dein Latt nach außen kommt. Stell dir vor, du machst die Pose jetzt von vorne, mach einfach das gleiche, 1:1 wieder. Latt nochmal raus. Ellenbogen drehen. Genau. Sieht viel besser aus. Sehr gut. Vergiss die Spannung nicht auf dem Bein. Ein letztes Mal. Bein hier spannen. Sehr gut. Bauch und Beine direkt. Da haben wir keine Trizepspose, wie wir am Anfang des Videos erwähnt haben. Wie bei jeder Pose fängt das Ganze unten an. Du kannst ein Bein nach vorne stellen, dann sieht dein Bein ein bisschen dicker aus dadurch. Vergiss nicht die Spannung hier zu halten, ganz genau, damit man die Streifen sieht. Vielleicht mal so strecken und danach wieder, genau, mehr zeigen.
oben die Arme. Mit hier die Hände hier halten, die Fäuste. Nicht an. Nicht hier hinten. Hier, damit du mehr Latissimus. Okay. Damit man mehr Lat sieht. Und die Bauchmuskeln anspannen. Vergiss die Beine aber auch nicht. Sehr gut. Hier muss auch natürlich die Luft raus. Brauchst du eine Pause? Sehr gut. Du machst das Ganze, als würdest du einen Crunch machen. Anstrengend. Beim DBFV kommt noch dazu die Vakuumpose. Du stehst genau in der gleichen Pose und danach musst du Vakuum machen. Dann musst du halt dein Organ oder deinen Magen nach oben ziehen. Wie wir die Vakuumpose machen, machen wir in einem einzelnen Video für euch noch. Sehr gut. Genau, da spielt er ein bisschen rum auf der Bühne, der ist erfahrener. Das kannst du natürlich auch machen. So, eine Classic-Pose. Jeder sollte sich eine Classic-Pose aussuchen. Die zeigst du auch ganz zum Schluss in der Classic-Physik-Klasse. Was ist deine Lieblingspose, Classic-Physik-Pose? Entweder Vakuum mit Bizeps, genau. Oder Lappen-Bizeps. Okay, ja. Mach erstmal eine von den beiden. Du musst dich immer im Spiegel angucken. Du trainierst ja jeden Tag. Guck dich an, guck, welche Pose dir am meisten gefällt. Üb das jeden Tag und mach die Pose einfach auf der Bühne. Sehr gut. Bei der Pose zum Beispiel hat er seinen Lat, genau wie beim Lat-Spread, raus. Bizeps anspannt. Kannst du bitte in der Pose bleiben? Sehr gut. Versuch den Kopf neutraler zu halten. Die Schultern auf eine Höhe, das machst du schon. Super. Ja, dann kommen dazu die Viereldrehung. Die macht man eigentlich ganz am Anfang. Willst du atmen erstmal? Ja, meine Filterung geht eigentlich klar. Okay. Ist ja nur mit der Vakuum, wenn man sonst trinkt. Kleiner. Wie man sieht, er stellt die Füße nebeneinander. Das sieht viel klassischer aus. Spannung auf den Beinen, wie bei jeder Pose. Da kannst du natürlich auch die Vakuumpose machen. Du musst aber gucken, ob das bei dir gut aussieht oder nicht. Probier mal die Vakuumpose zu machen. Bei dir sieht das zum Beispiel ohne Waffe viel besser aus. Genau wie bei der Doppelbizeps-Pose, wenn du hier stehst, sollst du den Ellbogen ein bisschen nach außen drehen, dann kommt dein Lat auch raus. Und die Schultern auf einem Höhekopf neutral halten. Das war es eigentlich bei der Pose. Versuch in die Brust zu atmen und nicht in deinen Bauch, damit dein Bauch nicht nach vorne so dicker wirkt. Das sieht nicht so gut aus. Viel Höhe nach rechts. Nach rechts. Sehr gut. Drück die Beine auch hier aneinander. Du kannst deinen Fuß nach vorne stellen. Genau. Dann liegt dein Beinbizeps dadurch auch noch dicker. Gesäßmuskel anspannen. Luft raus. Mach dich groß. Sehr gut. Und trotzdem ganz genau. Ein wenig hier einknicken, sodass man hier die seitliche Bauchmuskeln sieht. Serratus sieht. Sehr gut. Und am besten nach vorne gucken bei der Pose, nicht zur Seite, das sieht nicht so gut aus, finde ich persönlich. Er drückt seinen Arm hier rein, sodass man die Streifen in der Brust sieht. Sehr gut. Einfach Spannung halten. Ganz genau. Viele machen den Fehler, dass sie die Hand hier vor dem Gesäßmuskel stellen, dann sieht man gar nichts davon und sieht die Taille viel breiter aus. Das will man nicht, deswegen sollst du Lücken immer zeigen, dann liegt deine Taille viel schmaler dadurch und du sollst die Streifen, wenn du die hast, auch zeigen. Ganz genau, sehr gut. Vier nach rechts und die Rückenansicht. Ganz genau, hat er von unten alles aufgebaut, Spannung hier, hat er schon Bein, Bizeps angespannt, Gesäßmuskel anspannen, Unterrücken und Lat rausholen. Das gleiche machen wir auch hier, die Ellbogen nach außen drehen, sodass der Lat noch nach außen ausgeprägter ist und die Schultern auf eine Höhe. Er ist ein bisschen auch nach hinten gekippt. Er steht so wie, kann man sagen, vorgebeugt hier. Ja, auch nee, nicht vorgebeugt. Zurückgelehnt, genau. So, der ist zurückgelehnt, wie man sieht, weil, wie wir das erwähnt haben, gerade in der Jury sitzt
unten und wir sollen was sehen. Vierer nach rechts und dann haben wir wieder die gleiche Pose auf der anderen Seite. Fuß ein wenig nach vorne stellen und dann Bein Bizeps mit dem anderen Bein nach außen drücken. Das gleiche auch hier. Du sollst versuchen, Lücken zu zeigen, sodass deine Taille schmaler wirkt. Hier die Spannung halten, sodass man die Streifen sieht und deinen Arm reindrücken, sodass man hier die Streifen in der Brust auch sieht. Kopf neutral halten. Sehr gut. Das war's eigentlich. Das sind die Pflichtposen in der Classic Physik. Viele machen einen Fehler und wenn die einen Pose Down haben, dann fangen die an, die Moos-Muskulatur zu machen. Das ist ungern gesehen, also nicht gerne gesehen bei der Classic Physik Klasse. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass wir euch damit geholfen haben. Bitte ein Like, kommentieren, eure Meinung zu dem Video sagen und folgt uns für mehr Videos. Vielen Dank euch.